Mahlzeit. So, wir befüllen heute Dämpfer. Das ist schon mein zweiter Versuch. Ich habe eben einen Fehler da reingebaut, deswegen mache ich jetzt nochmal. Ja, was brauchen wir? Am besten so ein Ding, wo ihr die reinstecken könnt. Ich habe den jetzt vom Floristen. Ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht und deshalb wollte ich dieses Video heute eigentlich gar nicht machen. Ich habe jetzt gesagt, okay, wir machen das aber doch. Denn ich glaube, das ist mal ganz gut zu tun. Das ist lieber zweimal gezeigt als keinmal gezeigt. So, also, wir bauen die Dinger zusammen. Das heißt, wir nehmen eine Füllung und wir nehmen eine Verschlusskappe und einen roten. Ich frage mich jetzt nicht, warum. Ach, der ist ja noch zu, so ein Scheiß. Ja, wie gesagt, ich habe die vorhin ohne O-Ring zusammengebaut, die habe ich vergessen. Und wunderte mich dann, warum das so schmierig wurde. War nicht ganz so KLUK, ne? Na, komm her. Komm her hier. So. Drehen die zusammen. Das ist das ganze Hexenwerk, würde ich jetzt sagen. So, den da rein. Der O-Ring sorgt halt dafür, dass das relativ dicht ist, ne? So, next one. Scheiße, ey, weil ich das jetzt alles schon mit Silikonöl vollgepumpt habe. Ach, der ist ja auch noch zu. Die sind ja alle noch zu. Ja, der nicht. Weil ich die jetzt schon mit Silikonöl vollgeschmiert habe, ist das natürlich eine Riesensauerei. Das heißt, ich muss die nachher mal einmal abwaschen. Ja gut, gibt Schlimmeres. So. Ah, ist die glitschig. Jeder macht es eigentlich. Ihr könnt es nicht falsch machen, wenn ihr das in der Reihenfolge macht. Es geht nicht. Geht nicht. So, für hinten sind das längere Kolbenstangen. Zusammendrücken. Ja, genau. Da hat er wieder Bock gebaut. Erst zusammendrehen, dann stecken. Kolbenstange lang, da rein, steck die da oben nur rein, damit die mir nicht hier im Weg liegen, das macht es ein bisschen einfacher, so. Und den da rein, das war's. Jetzt habe ich hier tierisch schmierige Finger, jetzt nehme ich mal ein bisschen Papier. Dann machen wir die mal ein ganz bisschen zum Sauber. So. Jetzt fühlt sich das alles schon ein bisschen besser an. Jetzt müssen wir die Kolbenstange runtergedrückt da reinkriegen. Das funktioniert wunderbar, wenn ihr mit dem Schraubendreher einfach mal reindrückt. Aber nicht ganz, bitte. So. Und das Ganze da auch einmal. Seht ihr, warum ich dieses Zeug so gerne verwende? Weil ich kann die Dämpfer halt da reinbauen, wo ich das gerade brauche und wo ich das haben möchte. Das ist schon super geil. Beim Lackieren von Modellen ist das natürlich auch toll, wenn man die genau so reinstecken kann, wie man das braucht. Jetzt machen wir die voll. Nicht ganz voll, etwa 90% füllen wir die auf. Könnt ihr auch nur halb voll machen am Anfang oder drei Viertel voll. Das ist nicht schwer, nicht falsch. So, das Ding wieder zumachen, weil jetzt ist ganz wichtig, dass ihr die wieder rausnehmt, euch merkt, wo ihr die rausgezogen habt, dass ihr die wieder reinstecken könnt und mal einmal die Kolbenstange ein bisschen langsam nach oben und unten drückt. Weil da unten ist noch Luft zwischen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirklich wenig Luft haben, da sieht man das. Kann ich euch das jetzt zeigen? Da seht ihr, wie da Luftblasen drin sind. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Die wollen wir halt raus haben.
Hier haben wir das jetzt geschafft. Jetzt machen wir die anderen. Den habe ich jetzt schon ziemlich voll gemacht. Ich hoffe, ihr seht das. So, und plötzlich ist der gar nicht mehr so voll, sondern nur noch halb voll, weil halt die ganze Luft da raus ist. Jetzt kommen die hinteren. Der hier ist jetzt ganz voll. Kann man nicht erkennen. So, und da waren es nur noch 80%. Ja, da sieht man halt schon, dass da noch ziemlich viel Luft drin war oder ist. Und jetzt fülle ich die auf. So. Und jetzt lassen wir das 1-2 Stunden stehen und machen nichts damit. Was man machen kann, das hat mir jemand verraten, dass man sein Handy nimmt, das unten drunter liegt, das ein bisschen, dass man selber anruft, damit das vibriert und die nach oben gehen. Das werde ich nachher nicht machen. Ich sehe da den Sinn nicht so drin. Wir machen das so, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Wir lassen das jetzt 2 Stunden stehen. Ich bewege die Kolben nachher nochmal einmal hoch und runter. Und in 2 Stunden geht es hier weiter. Bis dann, ciao. Wir sind zurück. Es ist jetzt ein paar Stunden später, auch ein bisschen länger, als ich gesagt hatte. Aber es steht sicher nicht kaputt. Also ich hatte da jetzt nicht wirklich Lust, noch nach 2 Stunden wieder beizugehen. Wir schrauben die jetzt wieder zu. Dafür brauchen wir diese Gummitülle. Das sind jetzt zwei. So, die hier, da. Schärfe! Ja, die ist aus Gummi. Und die ist dafür da, die setze ich jetzt hier drauf. Und ich fange mal bei dem hier an. Ja, da seht ihr, dass da ein bisschen Luft drin ist. Das ist dafür da, um das auszugleichen, wenn die Kolbenstange da reingeht. Also, wer sich immer gefragt hat, wofür ist dieses Gummiding da? Für die Kolbenstange. Das Silber erklärt's. So, das war's. Jetzt brauche ich nochmal eben Krepppapier, weil da kommen die jetzt drauf. Weil die siffen jetzt schon ein bisschen, weil ich da ein bisschen zu viel reingetan habe. Aber ich mache da jetzt lieber 2 Tropfen zu viel rein und habe die dann relativ luftlos. Und spüle die dann gleich einmal eben schnell mit Spülwasser und spüle die dann einmal mit Spülwasser ab. Das klappt besser, als wenn ich da jetzt hochvorsichtig dran gehe und genau die richtige Menge einfülle. So, kurzer Test. Ja, die sind richtig schön fest. Der soll ja sehr, sehr straff sein. Denn, okay, der ist ein bisschen anders. Das heißt, die muss ich gleich nochmal aufmachen, weil die sollten natürlich rechts und links sollten die gleich sein. Es kann jetzt sein, dass ich bei dem einen ein bisschen zu viel von dem Zeugs drin habe und zu wenig Luft. Das kann man aber alles nochmal beheben. Ja, hier seht ihr auch, der kommt sofort wieder zurück. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das so richtig ist oder ob das falsch ist. Mal gucken, wie wir den zweiten machen. Wenn ich meine Gummitülle finde, da ist meine Gummitülle. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, hierbei Handschuhe zu tragen. Wenn man saut sich echt ein, also wenn man da ein bisschen empfindliche Finger hat, empfindliche Haut hat, sollte man das vielleicht machen. Ich mache das jetzt ohne. So, ich gleich so eine Latte. So. Der kommt genauso raus wie der andere lange.
bisschen leichter. Den machen wir nochmal auf. Und schauen mal, was da Sache ist. Ich kann das jetzt leider nicht schief halten, sonst habe ich den Kran nämlich an den Pfoten. Machen wir den nochmal einmal voll. Und was machen das nochmal? Ja, ihr müsst überlegen, das ist ein Formel 1 Auto, der braucht nicht viel Federn. Also beim Slash wäre das viel, viel zu hart oder beim Thunder Tiger. Aber das hier ist ein Glattbahner. Die müssen relativ hart sein, weil die müssen ja auch nichts federn. Die müssen ja nur minimal die Stöße abfangen. Wobei die Stöße werden nicht so heftig sein. Denn der wird nicht viel auf Stöße treffen. So, zweiter Test. Ja, jetzt gehen sie gleich. Jetzt gehen sie gleich. So, ich mache jetzt hier einen Break, um mir die Finger zu waschen, um die hier abzuspülen. Und dann bauen wir den Rest zusammen. Bis gleich. So, Finger sauber, Dämpfer sauber. Jetzt bauen wir den Rest zusammen. Und dafür gibt es einen kleinen Trick. Den zeige ich euch jetzt. Denn ihr dürft diese Kolbenstangen, das Metallteil hier, dürft ihr auf keinen Fall beschädigen. Ja. Und da ich das gleich festhalten muss mit meiner Zange, schneide ich mir ein Stückchen Gummi ab. Sowas hier, das ist Neopren. Nehme meine Spitzzange, schneide das nochmal ein bisschen in Form, damit das passt. Und leg das da rum. Das ist noch zu dick. Ja, mache ich so ein Stückchen von. So ein Stückchen von. Dann kann ich das so rumgreifen, ohne dass ich da einen Kratzer dran mache. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Jetzt haben die mir nur so eine blöde Dämpfer, so einen blöden Dämpfer gemacht, dass das alles nicht funktioniert bei denen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, ist das scheiß gemacht, ey. Ja, normalerweise wird das anders gemacht. Normalerweise sind die Halterung und die Federteller einzeln. Das haben die hier zusammen gemacht. Und das ist natürlich übelster Murks. Aber wirklich übelster Murks. Denn so kann man das nicht ordentlich festziehen. Ja, so sieht das dann aus. Die sind echt hart, die Federn. Also die Abstimmung von der Kiste wird richtig schick straff werden. Und dann machen wir den zweiten gleich mit. So. Einmal da reingegriffen mit der Zange. Also eine Zange braucht ihr dafür. Das geht sonst nicht. Der dreht sich nämlich mit. Kriegt ihr den nicht fest. So, jetzt hole ich mir mal einen kleinen Imbusschlüssel, den ich einfinde. Oder so was ähnliches. Ich nehme das jetzt mal den hier. Wo kommt das denn her? Mach's weg. So. Dann geht das ein bisschen einfacher. So, selbiges mache ich mit dem anderen nochmal. Jetzt hat die Dämpferstange oder Kolbenstange natürlich Kratzer bekommen durch meine Zange. Ja, sorry, das kann ich nicht verhindern, wenn ihr mir da so eine scheiß Konstruktion baut. Sorry für das Bad Word, aber... Das konnte ich an dieser Stelle jetzt nicht vermeiden. Tut das
in der Hand schon weh mit der Zange. Jetzt gucken wir mal, ob die gleich lange sind. Ja, sind sie. Gut. So. Jetzt machen wir den zweiten. Und hier haben wir eine Besonderheit. Das hier ist auch gleich ein bisschen einfacher. Hier kommt ein Abstandshalter drauf. Und ich frage mich trotzdem, wie das funktionieren soll. Ah, okay, so funktioniert das. Die machen das dahin. Also dieser Federteller sitzt ja normalerweise hier unten. Dann sitzt so lange Feder. Ich habe jetzt aber nur so kurze Federn. Und die möchten gerne, dass ich den Federteller andersrum, wie ich das jetzt hatte, so einbaue. Okay, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Tschakka. Ich mach den jetzt auch schon mal da rein. Und dann drehen wir das Rod End, oder wie man das auch immer nennen will. Drehen wir dann da rum. Und jetzt nehme ich aber einmal das Neopren und drehe das damit rum. Seht ihr? Dann kann ich das nämlich echt gut festhalten. Dann rutscht das auch weniger, weil das ist natürlich viel stabiler. Mit dem Ding geht es einfacher zu drehen, dann habe ich einen besseren Hebel. Habe ich auch was zum Wegschmeißen? So, jetzt kriege ich Widerstand und jetzt höre ich auf. So, Teil 1. Wo ist denn der zweite da? Da habe ich ein bisschen mehr Kraft. Ein bisschen weiter reingedreht. Erst ein paar Drehungen mit der Hand, dann wieder mit dem Drehding. Ihr müsst darauf achten, dass sich der Behälter nicht mitdreht, weil sonst drückt ihr nicht fest genug mit der Zange. So, jetzt seht ihr das. Jetzt habe ich zu wenig Kraft und jetzt reicht das dann auch. Hier hat sich ein bisschen von dem Ständerzeugs. Was hat der das Silber falsch gemacht? Richtig, die müssen da erst rauf. Sehe ich auch jetzt gerade erst. Guten Morgen. Also guten Morgen nicht, wir haben jetzt 18 Uhr oder so. Scheiße. Und wieder aufdrehen. Da habe ich nicht nachgedacht gerade. Da war ich schon bei meiner Abendfeierbeschäftigung heute. Das wird nicht Reifenkleben sein. Weil das folgt als nächstes. Das ist übrigens im Modellbau eines der wenigen Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Reifen kleben. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber ich mag es einfach nicht. So. Wie ihr gesehen habt, ich kann das mit rechts irgendwie mit links. Ganz toll. Ich bin nämlich ein Rechts- wie Linkshänder. Sieht man, wie ich das kann. Stange da drauf.
eben schnell mit der Hand andrehen, dass ich nicht mehr kann. Das ist jetzt. Och Mann, ey. So, das soll reichen. Zange weg. Guck mal, das ist auch toll, oder? Ja, falsch. Also ich drück das noch runter, weil sonst steht das hoch. Ich wohne im Altbau, wie man vielleicht sehen kann. Hier ist nichts gerade, hier ist alles schief. So, und jetzt habe ich eine funktionierende Feder. Die ist saufest. Oh, echt heftig fest. Naja, da habe ich wohl mit gerechnet. Bei den echten Autos ist es ja auch nicht besser. Die liegen ja auch bretthart auf der Straße. Und das, die meiste Federung steht bei denen durch die Reifen, weil die ja so ein dickes Profil, sag ich schon, so dicke Flanken haben. Und da Luft drin ist. Bei uns wird das natürlich ein bisschen anders sein. Aber... So, sitzt, wackelt und hat Luft. Der kommt weg. Dämpfer fertig. Hurra. Jetzt bauen wir die ein. Gucken wir auf die Zeit. Ja, das passt noch. Na, wie rum kommen die? So rum wollt ihr die haben. Seid ihr sicher? Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Wenn das hier so eng ist alles, muss ich das jetzt mal ein bisschen, ja, ich habe schon fast eine Vermutung, was das ist, was mich hier so eng macht. Ich glaube, ich habe das falsch rum gemacht. Ich glaube, die lange Seite hätte dahin gemusst und die kurze Seite dahin, weil dann habe ich auch viel mehr Platz, auch für die Dämpfer, weil das geht ja so gar nicht. Das heißt, ich muss das halbe Modell jetzt nochmal auseinanderbauen. Machen wir aber nicht. Ich baue jetzt erstmal die hinteren ein. Die hinteren sind da geschrieben, hier, und die kriegen die Kolbenstange nach unten. So, das war's. Erster sitzt und das wird ja jetzt interessant. Ersten wieder lösen. Denn ich lasse die Motorkabel dann nicht drüber gehen, drunter durchgehen. Ich lasse die. Ja, ist eigentlich Banane, egal wie ich es mache, es ist blöd. Egal, ich lasse die oben drüber laufen. Zumindest erstmal. Habt ihr ja gesehen, die kann man ja relativ fix wieder rausnehmen. So, das war's. Hinteren Dämpfer sitzen und sie dämpfen. Zumindest ein bisschen. Ja, guck mal. Durch die Hebelwirkung können die wirklich ein bisschen dämpfen. Nicht viel, aber immerhin. Nehmen wir die Kabel da weg. So, jetzt seht ihr das besser. So, ich probiere jetzt ratzifatzi hier vorne die Dinger mal hinzutauschen und dann melde ich mich gleich nochmal zurück, wenn das getauscht ist, und setzen wir vorne ein. Boah, jetzt fährt hier gerade eine Motorradkolonne lang und ich fange wieder an. Ich hoffe, ihr habt alles gehört. Also, wir haben das jetzt schon. Ich habe das jetzt schon soweit fertig. Wir können jetzt die Dämpfer einbauen. Das ging ganz einfach. Ich habe nur diese Mutter hier gelöst. Ich brauchte nichts anderes auseinandernehmen. Das ging erstaunlich gut. So, dann kommen die ran und zwar so. So, eins,
ist immer noch sehr, sehr eng hier. Aber es geht, also das kriegt man hin. Und zwei. Ich heb mal einmal hoch. Da seht ihr die Dämpfer. Ich drücke jetzt hier mit dem Daumen gerade drunter. Und hier nochmal. Genauso funktioniert das unten auch. Eigentlich eine ziemlich geile Konstruktion. Sehr, sehr fest das Ganze. Braucht man schon einiges an Kraft für, damit die eintauchen. Ja, so, das war diese Seite. Und hier steht jetzt auch, wie die Motorkabel befestigt haben wollen. Das soll man so machen. Okay, dann machen wir das jetzt mal eben mit. Weil jetzt steht es auch in der Anleitung. Connect Plus mit Connect Minus. Connect Plus zu Plus. Das ist meine Logik, oder? Leute, das ist die Erkenntnis des Jahres. Verbinde Plus mit Minus. Ach, Plus mit Plus und Minus mit Minus. Was mache ich denn hier jetzt mal? Da steht natürlich nichts drauf, was hier was ist. Erstmal ziehe ich diesen Silikonscheiß hier ab. Sofern machbar, was aber scheinbar nicht geht. Ich nehme jetzt mal Rot und Blau, das sieht ganz gut aus. Und Schwarz und Gelb sieht auch gut aus. Also Bayern und Dortmund. So. Probiere das mal hier rumzulegen, was gar nicht geht. Zumindest erstmal so. Ja, das hier mache ich nachher mit Kabelbindern, alles schön, und dann kommt das da rein, dann sieht man das auch nicht mehr. Den Servostecker stecke ich natürlich auch noch rein. Aber so weit sind wir noch alle gar nicht. So weit sind wir hier noch nicht. Ja? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen mal die nächste Seite und gucken uns das schon mal an. Wir machen das jetzt aber noch nicht. Außer diese Achsen hier, die bauen wir jetzt mal eben schon zusammen. Das wollte ich heute Abend noch fertig haben. Und dann sind wir fast fertig. Fast. So, also ich brauche dafür meine vier übrig gebliebenen Kugellager, die jetzt natürlich auch schön lange in meinem Öl gelegen haben. Der ganze Aufbau hat, ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt guckt, deswegen drehe ich das mal eben. Der ganze Aufbau hat jetzt ungefähr eine gute Woche gedauert. Das ist schon ein bisschen was mehr, ne? Also das ist kein Tamiya TT02, den habe ich in 4 Stunden aufgebaut. Für den habe ich 8 gebraucht insgesamt. Ungefähr. Hinten auch. So. Kugellager sind drauf. Dann müssen die Splinte, die 4 Stück, da rein. Da sind die Kumpel. Die also ab jetzt verhindern, dass die Achsen wieder raus können. Und die sorgen auch für Vortrieb. Ich finde das immer wieder unglaublich. Ich muss das mal einmal zeigen. Ja, 4 von solchen Stiften. Ja, könnt ihr jetzt sehen, nicht so gut sehen. So. 4 von solchen kleinen Stiften. Also näher kann ich jetzt fast schon nicht mehr ran. Sorgen für den Vortrieb von allen Autos. Beim Thunder Tiger sind die ein bisschen größer, ein bisschen dicker. Beim Slash sind das ungefähr die gleichen. Das ist unfassbar, dass diese kleinen Stifte den Vortrieb erzeugen. Unglaublich. So, Stifte sind drin. Jetzt brauche ich die Radmitnehmer, die 4. Die habe ich hier schon mal bereitgelegt, aber noch nicht rausgetrennt. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müsste ich mein Messer mal kurz haben. Habe ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hingelegt habe. Ich habe hier aber noch eins.
Wenn ihr sowas habt, seid damit vorsichtig. Ich habe mich damit schon mal geschnitten. Die sind wirklich richtig scharf. Die sind richtig scharf. So, dann setzen wir den Mitnehmer hier drauf. Egal, wer mich jetzt gerade anruft, ich kann jetzt nicht. Mitnehmer drauf. Fertig. Jetzt ist der Splinter rausgefallen. Das ist hier. Heute ist alles scheiße hier. Heute ist alles scheiße. Deswegen kleben wir heute auch keine Reifen mehr. Weil ich darin nicht so gut bin und das muss ich machen an einem guten Tag. Ja, muss mal gucken. Der Rest zieht sich so fest. Ein bisschen Spiel haben darf das ruhig. Da ist der vierte Mitnehmer. Also das mit den Reifen können wir auch noch nicht machen, weil die muss ich noch lackieren. Die sind ja original silber, grau. Und mein Jordan, weiß gar nicht, wo ich den jetzt hingestellt habe. Och Mann, ey. Ja, das ist nicht so einfach bei diesem Modell hier. Durch die Pivobälle ist das echt ein bisschen blöd gemacht. Beim Slash zum Beispiel draufdrücken, Freund. Geht bei dem hier nicht so. So, alle vier sind drauf. Bei meinem Jordan-Modell, den ich jetzt gerade nicht finde, der hat aber schwarze Felgen. Ich glaube, da oben liegt er. Ich hole mal ihn. Ja. Ja, wie ihr seht, der hat schwarze Felgen. Ich habe hier silberne. Das heißt, die werde ich jetzt ein paar Mal lackieren, von der Seite und von der anderen Seite auch, damit die auch schwarz werden, weil der soll so genau wie möglich dem Original entsprechen. Boah, ich kann nicht so weit weglegen, bräuchte die Tage. Oh Mann, ey. So. Die lackiere ich jetzt. Da nehme ich einfaches Spray für. Ich habe noch genug hier. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal.